Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Stellaris. Wir tauchen ein in die Tiefen des Weltalls. Was ist hier los? Ah gut, funktioniert alles. Sehr gut, check, check, Landeklappen gecheckt. Kalkulator, Synktraktrix, der beste Mann ohne Witz, Synktraktrix. Also, der ist richtig top, gell? Schon hat Stufe 4, Fähigkeitsstufe 4 von 4 von 7. Oh, könnte ja 7 of 9 mal heißen, oder? Das wäre doch geil, aber er ist 4 of 7. Von seiner Stufe her Erkundungsgeschwindigkeit plus 40%. Ja, kommandiert die Composite. Cool, aber 40% ist halt schon mega, gell? Mach mal alles weg, wir haben nichts zu essen. Wissen wir doch, dass wir nichts zu essen haben. Ich habe mir viele Sachen überlegt. Während der letzten Folge von da bis jetzt, weil ich wieder einen harten Arbeitstag hinter mich gebracht. Und da schweifen ja ab und zu mal dann die Gedanken ab. Nicht so viel, wie ich gern hätte, weil ich so viel zu tun habe, aber ich habe unseren Angriff geplant gegen das verhasste Synor-Konsortium, die Vögel mit ihrer Feder. Ich hasse die schon, wie die schon aussieht. So geschwungen, so elegant. Unfassbar. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Wir werden also unseren teuflischen Plan in verschiedene Stufen umsetzen. Und zwar, jetzt kommt's, Achtung. Wir fangen an. Ich habe gerade eben noch gelesen, Gott sei Dank, ja, dass die Schiffe, unsere Schiffe, die haben zu wenig Energie teilweise. Aber wir haben doch das eingebaut, wir haben doch den Reaktorverstärker rein. Mehr Energie können wir gar nicht machen. Okay, dann sind es wahrscheinlich die alten Schiffe hier, die die Energie nicht haben. Von mir aus hauen wir die rein. Ja, aber speichern, das beschreibt das alles. Mein Sohn. Und die haben die schon wieder die roten Laser drin? Hallo, wir haben doch die blauen reingemacht. Haben wir doch gemacht, letzte Folge, oder nicht? Ich finde das unmöglich. Außer diese, nee, das sind ja Laser, das sind Massebeschleuniger. Ja. Hier, die Composite, die Atombomben-Composite, ja. Kommt die auch an mit blauen Lasern? Ey, unfassbar. Gibt's doch gar nicht. Krieg ich die Krise? Wenn wir es nicht umgebaut hätten extra. Speichern. Ah, das Schiffsdesign hat nicht genügend Energie. Alles. Ich verstehe. Wenn wir nicht genügend Energie haben, dann geht der automatisch runter auf die roten Laser. So habe ich das verstanden. Deswegen ging das nicht. Ja, vielen Dank für die Hilfe. I appreciate it. Sehr geil. Ja klar, natürlich. Hat zu wenig Energie. Logo, und dann können wir doch unsere blauen Laser, die zapfen doch richtig an, Mann. Das kommt aus den Tiefen des Kerns. Von ganz von unten raus kommt die blaue Galle. Und dann macht's BAM und die werden sowas von dem Eimer sein. Au. Oh. Okay, meine Freunde, das war das Erste, was ich machen wollte. Das Zweite. Wir machen einen Vierjahresplan. Oder so, keine Ahnung. Also, stopp. Ich sag euch mal den Plan im Großen. Wir haben zu diesen Gaunern hier zwei Punkte, okay? Wir haben den Regulus und wir haben Setang. Wir haben Fia Nita. Wir werden an einer Stelle angreifen und an der anderen werden wir eine Raumstation hochziehen, die jedem Angriff gewachsen ist. Und wir haben nämlich momentan Wissenschaftsstation, ja, ist okay. Nein, wir haben ein, ist es hier? Wir haben die verstärkte Panzerung. Die macht uns nochmal 50% mehr Panzerung und 50% mehr Schilde. Wir könnten auch den günstigeren Störfeldgenerator machen, haben die Gegner 20% weniger Schilde. Aber alles Bullshit, wir machen hier nicht, wir haben nicht umsonst so eine Mega. Für 250 Legierungen so ein Megateil. Ja, das wird gebaut. Aber damit wir das machen können, brauchen wir Legierungen und wir haben doch den Markt. Wir gehen doch auf den Markt. Ist doch total easy. Wir verkaufen mal im großen Stil. Na gut. Wir verkaufen mal im kleinen Stil. Ja, verkaufen wir Mineralien. Und nochmal, komm, wir lassen es krachen. Kaufen dafür. Legierungen. Bäm. Komm, und nochmal. Und verkaufen nochmal Mineralien. Na ja, klar, man muss doch mal ein bisschen jonglieren. Ist doch nicht wie bei, also wie bei ärmsten Leuten. Wie bei armen Leuten ist es schon noch, aber nicht wie bei ärmsten. So, und jetzt, meine Freunde, werden wir eine Geschützbatterie reinpflanzen. Und hier machen wir eine Raketenbatterie hin. Und hier unten
Kommt die verstärkte Panzerung. Oh ja. Ja, Mann. Ah, scheiße. Und verteidigungsmäßig. Ja. Jetzt will ich mir mal die Verteidigungsplattform kurz angucken. Die kosten ja dann doch ein paar Piepen, gell? Gucken wir die mal ganz schnell an, wie die aussehen. Die können wir auch im Schiffsdesigner. Können wir die angucken. Die Verteidigungsplattform. Und die hat blaue Laser automatisch drauf. Okay, die hat eine Mischung. Die hat Massebeschleuniger und blaue Laser. Sehr gut. Die hat auch ein paar leckere Atombümpchen. Oh Mann. Ja, Baby. Was würde es bringen, wenn wir den Reaktorverstärker hätten? Ah, die würden... Die hätten mehr Leistung, würden mehr Unterhalt kosten. So. Nochmal gucken. Wir gucken mal hier oben. Kosten erhöhen sich gewaltig. Schaden erhöht sich minimal. Das also, ja, das muss nicht sein. Das lassen wir weg. Wir sind ja ein bisschen Geizhals. Ein bisschen Geiz hält es immer schon, oder? Muss ja auch sein. Hallo? Ein bisschen Geizen kann man schon mal machen. So. Verteidigungsplattform bauen. Dann bauen wir... Die kommen anschließend. Dann bauen wir zwei Verteidigungsplattformen. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir da rauskommen damit dann, was das uns am Ende bringt, okay? So. Hier ist die Flotte. Die werden wir dann in Regulus stationieren. Wie sieht es denn in Regulus aus? Was haben wir denn da? Regulus haben wir, Sternbasis, da haben wir nur diese Handelsdinger gerade. Da würde sich, ja gut, das ist nicht arg weit weg, ja. Wenn es jetzt ein großer Weltraumsprung wäre, würde ich sagen, da machen wir eine Werft oder so, aber das muss nicht sein. Muss man keine Werft hinbauen jetzt. Ich sehe das nicht ein. Wir müssen das hier befestigen und da müssen wir stark werden. Am Regulus, weil da brauchen wir hier nicht die Mega-Verteidigung, weil das sind ja wir, das ist ja die Flotte. Mit Kalkulator Isochron. Oh ja, aber ich sag euch noch eine Geschichte. Wir werden schön Armeen bauen und dann werden wir hier Okikapus, Brachium, Ilia, ja Ilia und Cyrus, die Hauptwelt Cyrus, die werden wir dann ein bisschen ja, niedermachen. Felspotenzial. Tunobo 2 ist außergewöhnlich mineralreich. Leider handelt es sich um Mineralien, für die wir keine Verwendung haben. Wissenschaftsoffizier Computer Icosahedron glaubt aber, dass viele Elemente in der Kruste von Tunobo 2 durch Positronenbombardierung möglicherweise in nützliche Formen gebracht werden könnten. Oh, die ISS Composite 200 bittet darum, dass Hall für dieses Projekt 100 Energy Credits bereitstellt. Können wir uns leisten? Und was bringt uns das? Spezialprojekt Positronenbombardierung. Ja, ja, komm, mach mal. Machen wir. Wie schaut es hier aus? Da haben wir 8 Bewohner. Wir haben eine arbeitslose Drohne momentan. Ja. Kann man sich ja nicht mit angucken, Arbeitslosigkeit da. Von Drohnen, oder? Was haltet ihr von der Drohnenarbeitslosigkeit? Da fehlt uns eine Dienstleistung. Wie schaut es bevölkerungsmäßig aus? Wir haben keine Tech-Drohne. Und wir haben eine Wartungsdrohne, okay. Ja. Armeemäßig, geht so. Jetzt überlege ich, ob wir auf Alpha, wir machen auf unsere Hauptwelt. Oder? Alpha. Alpha. Was? War auf Körperhandel, werden wir auf Play gedrückt? Ouroboros. Unsere Systemsensoren deuten darauf hin, dass das außergalaktische Erkundungsschiff Kotalo, aha, am Rande des chromen Systems abrupt seinen Überlichtantrieb ausgeschaltet hat und frontal mit dem Orbitalkometen kollidiert ist. Oh mein Gott. Der Aufprall war katastrophal genug, um alle an Bord zu töten und die verbleibenden Wrackteile treiben nun in Richtung des chromen Pulsars. Unsere Analysten schlussfolgern, dass der auf negative Masse basierte Überlichtantrieb der Kotalo nicht in der Lage war, genau vorherzusagen, wo oder wann sie den Subraum verlassen würden. Beide Wracks liegen nun in dem Gromenpulsar. Das war unvermeidlich. Wow, fügt Gromen aber einen ganzen Haufen hinzu. Jetzt, wo ist denn dieses Gromen? 10, guckt euch mal das Ding an. Oh mein Gott, 10 Forschung. Ey, da wackeln mir, da schlottern mir ja die... Alles schlottert mir da. Nee, also mein Freund, System Survey complete. Du drehst wieder um, du fliegst mal dorthin. So, wir haben Dojack.
Nicht zu verwechseln mit... Oh mein Gott. Echt jetzt 20? 20 im Dot... Oh mein Gott. Heilige. Ja gut, aber Dojack, da gehen wir ja auch hin gerade. Oh, um Gottes Willen, 20. Also, hui. Was soll ich sagen, außer hui. Gell? Hey, das ist ja brutal. Also die 10 holen wir uns hier unten Chrome, das machen wir schon. Und Kojak holen wir uns und wir breiten uns. Wir haben ja jetzt hier noch genug Reichsausbreitung. Wir müssen noch gucken, wenn wir den Krieg dann starten, dass wir das nicht irgendwie verhunzen. Das wäre schon ganz cool. Forschungsschiffmäßig, die sind alle am werkeln. Gell? Sind sie doch, oder? Okay, sind sie nicht. Auch große schlechte Sache. Und das hier ist Tabi. Na gut, wir machen ja auch Spezialprojekt. Ja, ja, wir forschen zu zweit. Hand in hand. Hand in hand. Gehen wir gemeinsam. Okay. Special Project complete. Eine Nase voll. Die Kiste ist tatsächlich eine Art Dokument. Wissenschaftsoffizier Computersyntraktrix, gute Mann, hat er auf historische Aufzeichnungen oder eine Art elementarem Kodex der noch unbekannten Kultur, die sie zurückgelassen hat, gehofft, wurde aber leider enttäuscht. In Wirklichkeit scheint es sich bei der Aromakiste, geil, oder? Bei der Aromakiste, um eine Sammlung relativ kurzer Erzählungen zu halten. Darauf lassen zumindest die schnellen Geruchswechsel vor dem Ende jeder Sequenz schließen, die wohl überraschen oder belustigen sollten. Aha. Die Techniken, mit der die bestimmten Gerüche gespeichert und reproduziert werden, sind einigermaßen interessant. Die erzählten Geschichten dagegen nicht. Die Besatzung der ISS Composite 721 bleibt das ungute Gefühl zurück, dass sie unbeabsichtigt hautnah erlebt haben, wie die gasförmigen Verdauungsnebenprodukte der unbekannten Alienrasse riechen. Computers und Traktrix will trotzdem nicht darüber spekulieren, weshalb die Kiste auf dieser gefrorenen Eishölle von dem Planeten abgeladen worden ist. Interessant. 100 Erfahrung für Syntraktrix und 350 Sozialforschung. Wow, hat sich's gelohnt. Ich mag diese Episodengeschichten total. Ich liebe die. Das ist richtig geil. Na, und da gibt's ja auch dieses, ich sage immer Add-on, diesen Mod mit noch mehr Geschichten und allem. Was natürlich cool ist, wenn ich das gemacht habe. Okay, ich sag euch mal eins, ja, meine Freunde. Wenn ihr hier seid, um euch nur den Krieg anzugucken, dann muss ich euch enttäuschen, weil wir erleben hier eine abstruse Geschichte nach der anderen. Okay, wird immer länger. Also. Planeten umspannende Maschine. Tunobo 3 wird von einer zerfallenden Maschinerie bedeckt, die vor 70.000 Jahren gebaut wurde. Das Schicksal der außerirdischen Ingenieure, die es gebaut haben, ist unbekannt und sicher ist nur, dass sie den Planeten nicht mehr bewohnen. Die Maschinen erstrecken sich über den Großteil der Oberfläche des Planeten, inklusive Bergen, Ozean und sogar weit unter die Oberfläche und sind in einem riesigen Netzwerk unterirdischer Anlagen miteinander verbunden. Bemerkenswert ist auch, dass sie aus den gleichen Materialien und mit denselben Schaltmustern aufgebaut wurden, was darauf hindeutet, dass einige Institutionen oder Individuen das gesamte Netzwerk erstellt hat. Okay. Von den längst überwachsenen landwirtschaftlichen Sektoren über die zusammengebrochene Energieerzeugungs- und Umwandlungssysteme bis hin zu umfangreichen Kommunikationsarrays wurde die gesamte Industrie und die Unterhaltungsbedürfnisse der verschiedenen Bewohner dieses Planeten offenbar von dieser einen Supermaschine erfüllt. Bemerkenswert ist, dass einige dieser mechanisierten Sektoren noch funktionsfähig sind und lokale Signale senden und empfangen, riesige Geisterstädte zum Leuchten bringen und große Teile des ehemals landwirtschaftlich genutzten Landes bewässern. Tiefenscans der Erdkruste des Planeten lassen vermuten, dass sich das Kontrollzentrum der Maschine unter der Erde befindet. Wir müssen eine Ausgrabung vornehmen, wenn wir sie erreichen wollen. Was für ein Riesentext, ey. Was das organische Gewebe anbelangt, das den größten Teil dieser planetaren Maschine abdeckt, unser Wissenschaftsteam hat bislang seinen Zweck noch nicht erkannt und ist von seiner Natur verblüfft. Wie merkwürdig. Ja, Mann. Aber 900 Tage, das ist zu lang. Das können wir uns gerade nicht leisten. Wir werden jetzt keine 900 Tage hier verbringen. So. Alienwandmalerei. Technological acquisition successful. Jawohl, was haben wir? Oh, wir haben die verbesserten Deflektoren. Leute, wir haben verbesserte Deflektoren. Okay, vielleicht bauen wir die auch noch ein. Was haltet ihr davon? Die bauen wir noch ein. Und da können wir das Energienetz bauen, das ist wichtig. Ja, und die Staubernte fallen auch schon. Sehr geil. Aber wir machen Kapazitätssubventionen.
Der Erlass gestattet die kurzzeitige Überlastung von Energienetzen, wodurch die lokalen Kraftwerke mit erhöhter Kapazität betrieben werden können. Ja. Das ist unsere Geschichte hier, die wir machen. So, jetzt. Stopp. Wo ist unsere Flotte? Upgrade. Oh ja, für 80. Machen wir. Wir graden die alle komplett ab. Oh ja. Wir graden die ab. Leute, was geht ab? Wann gradet ihr? Wann gradet ihr ab? Leute, gradet ab. Ich will euch upgraden sehen. Wird verbessert 0%, die graden nicht ab. Ich kann es immer kaum erwarten, bis sie upgraden. Ja. Was ist los? Hier, da ist doch ein Bildchen. Es muss doch jetzt hier abgegradet werden. Unfassbar. Ich sag's euch. Schiffswerft, yeah. Noch in der letzten Staffel, was habe ich da kompliziert? Die Flotten hier. Was habe ich da kompliziert, die Flotten? Erstellt. Dann hat es doch nie geklappt. Und so geht es so easy mit dem Tool. Das ist schon echt eine große Hilfe. Muss man sagen. Jetzt mal ganz kurz gucken. In unseren Schiffsdesigner. Und da haben... Mh. Ah, okay. System Survey complete. Doch. Jetzt sind sie alle auf Schild 2 umgestellt. Cool, okay. Okay, wie sieht's aus mit dem Upgraden? Wird verbessert. Am Popöchen wird dann verbessert. Müssen wir mal noch warten. Man muss ja immer dann meistens warten, bis der Monat rum ist. Wahrscheinlich fangen sie jetzt an oder so, keine Ahnung. Seismische Störungen. Auf Delta Prime hat es viele Berichte über unerklärliche seismische Störungen gegeben. Die Beben, durch die viele unserer Siedlungen beschädigt wurden, können auf dem ganzen Planeten gespürt werden. Bei der Untersuchung dieser Ebenen haben unsere Wissenschaftler ein riesiges unterirdisches Höhlennetzwerk entdeckt. In der tiefsten dieser Höhlen lebt eine Art einheimischer Zivilisation, die sich mit ihren Tunneln in Richtung Oberfläche zu bewegen scheint. Oh. Dieses Verhalten könnte durch Bodenvibrationen in unseren Siedlungen ausgelöst worden sein, aber sicher wissen wir das nicht. Es ist unmöglich zu sagen, wie sich diese Aliens verhalten werden, wenn sie aus ihren Tunneln strömen und auf unsere Kolonisten treffen. Delta Prime, vernichten. Spezialprojekt, Präventivschlag. Ja, das gucken wir uns mal an. Das Spezialprojekt, Präventivschlag, wo ist es? Da ist es nicht. Anomalien. Tote Welt, Zwinkern. Müsste doch hier sein, oder? Bin ich zu blind schon wieder, oder? Ah, unterirdische Zivilisation hier. Okay, Präventivschlag. Kostet uns 5000, echt? Das kostet 5000? 102 Monate? Das sind fast 10 Jahre, Leute. Das sind fast 10 Jahre, das schaffen wir ja gar nicht. 10 Jahre, ich glaube, ich spinne. Okay, naja, jedenfalls, was ich sagen wollte. Wir gehen zu Alpha Prime, okay. Gehen zu Armeen und rekrutieren mal ein bisschen was. Oh ja, Geld haben wir genug. Die kosten unterhaltsmäßig halt schon. Wir machen mal 5. 5 Armeen. Und genau, die wir dann schon jetzt vorbereiten. Für unseren Angriffskrieg. Oh, okay. Jawohl, das ist schon... Jawohl, sehr gut, sehr gut. Geschützbatterie ist schon drin. Perfekt. Gut, das müssen wir halt noch richtig warten, bis das hier gebaut ist. Aber dann... Oh ja. Ah, was freue ich mich. Wir haben keine Verteidigungsplattform bislang. Schwierig diese Sache ist. Wird verbessert. Wo wird denn die verbessert? Oder baut es gerade was anderes, die Schiffs, die Alpha Station? Jetzt verbessert sie, oder? Ja, jetzt verbessert sie. Jetzt verbessert sie. Okay. Ja, das war mir schon klar, dass das genau. Die wird irgendwas anderes gemacht haben. Jetzt habe ich nicht geguckt, weil jetzt in den Kolonieschiff hat sie ja nicht gebaut. Irgendwas hat sie gebaut, bestimmt. Oh. 1,1k schon. Stärke. Oi, 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 oi. So.
Was haben wir? Wir haben Vorherrschaft gewählt das letzte Mal. Das hat er uns gebracht. Sternbasenkapazität um 2 erhöht und Armeeschaden um 20%. Perfekt. Und jetzt Baukosten reduzieren, Geschwindigkeit erhöhen, Unterhalt der Schiffe reduzieren und Flottenkapazität erhöhen. Perfekt. Und Feuerrate von Schiffen und Orbitalbomber. Die, oh, auch toll. Oh, Leute, ist das alles und alles tolle Sachen. Meine Güte, alles tolle. Richtig tolle Sachen. Das gefällt mir gut. Oh. Ich liebe das. Von ganzem her. Oh, alles wichtige Sachen hier, schon richtig toll. Ja. Aber ne, wir werden den Unterhalt reduzieren und die Flottenkapazität erhöhen. Wäre schon cool. Erhöhte Flottenkapazität. Ja. Nein, schaut euch die Flottenkapazität an. Wir haben nicht mehr Angriffskraft als der entflossene Exterminator. Wir haben 33% erhöhte Flottenkapazität. So. Und daraufhin würde sich es ja lohnen, wenn wir die Flottenkapazität nochmal um 20% erhöhen würden, oder? Und das machen wir auch. Dann kommen wir nämlich jetzt auf 30 schon. Im Prinzip, es sind alle Sachen wichtig, die wir haben. Alle. Aber wir werden dann unsere zweite Flotte erschaffen müssen, wahrscheinlich bald. Oh ja. Alpha Flotte 1. Jawohl, wird abgegradet. Perfekt. Gucken mal diese Composite an. Wie schaut es mit denen aus? Ja, die haben noch die alten Schilde drauf. Haben die echt die alten Schilde drauf? Warum haben die alten Schilde drauf? Ha. Egal. Spielt keine Rolle. Die hier 1,1K. Ja gut, wir müssen das ja noch abwarten. Und dann... Ship augmentations completed. Und dann können wir vielleicht anfangen, den Krieg zu ändern. Hier, Armee. Konstruktion ist ein Armeekopf drauf, sogar habe ich noch gar nicht gesehen. System Survey complete. Die Hunter Killer Armee finde ich cool. Ich finde den Namen gut. Der hat irgendwas Entspannendes, oder? Ja. Ich bin Mitglied der Hunter Killer Armee. Ja. Yeah. Haben wir die hinzugefügte Flotte, bevor die Schild-Schild-Klasse abgegradet wurde? Wo ist Schild-Schild-Klasse? Seltsam, oder? Ist doch was? Ist doch schon wieder was faul. Die bescheißen uns doch. Darauf möchte ich hinaus, dass sie uns alle betrügen. Ja, die Präventivmaßnahmen können wir vergessen. Das ist ganz schlecht. Delta Prime, wenn die hochkommen, was machen wir dann? Ich sag euch, was wir machen, wenn die hochkommen. Wenn die hochkommen. Wenn diese Gauner hochkommen. Alpha Flotte 1. Nein, wo ist die Transportflotte? Hier, Transportflotte. Genau, da haben wir zwei Angriffsarmeen momentan. Dann schicken wir die einfach nach Delta. Aha. Aha. Das machen wir vielleicht auch. Wir schicken die schon mal nach Delta. Für alle Fälle, weil den geben wir auf den Kopf. Da kommt niemand und erzählt uns, was wir zu tun haben. Wir erzählen denen, was die zu tun haben. Aha, so rum geht es nämlich. So. Oh je. Yeah. So, Legierungen, Lambda. Ship augmentations. Ah ja, ich wollte doch gerade sagen, genau, da wurde doch hier was abgegradet. So, wie groß ist die Flotte? Ist sie jetzt schon 20? 20 von 20. Auf zu Regulus, okay. Aha. Wir bereiten uns vor. Oh. Außenpostenbau. Wenn es nicht immer gleich so teuer wäre mit 150, ist ja schon böse. Mann. Und er baut hier, oder? Jetzt bau mal dahin. Das ist mega wichtig. Schaut euch das an. Unfassbar, ey. Ich sag so oft unfassbar, weil es unfassbar auch ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, die Gauner hier, was haben die in Migrationsabkommen mit den Otaga Corporate Holdings gemacht? Und dann migriert mal schön. Ja, ihr werdet bald emigrieren, und zwar hier aus diesem Universum werdet ihr emigrieren. Ja, ganz woanders hin migrieren. Und dann kriegt ihr Migräne. Ah ja. So. Überleg gerade, ob wir noch ein drittes Konstruktionsschiff bauen, aber dann kriegen wir wieder Probleme mit der Ausbreitung. Werden wir sowieso bald kriegen wahrscheinlich. Probleme mit der Ausbreitung. 37, die Hunter-Killer-Armee. Ich finde den Namen schön.
Hunter Killer Armee finde ich gut. Planetary Invasion over. Oh mein, es ist soweit. Oh Gott. Invasion. Delta Prime, eine unserer Armeen ist beteiligt. Okay, ich hab mir das gedacht. Unterirdische Invasion. Die unterirdischen Aliens auf Delta Prime sind an der Oberfläche erschienen. Nun strömen große Armeen aus den Tunneln, deren Soldaten mit primitiven, aber tödlichen Projektilwaffen schießen. Ihre Vorhut hat bereits mit einem Angriff auf unsere Siedlungen begonnen. Unsere Sicherheitskräfte erwidern das Feuer, aber wir müssen ihnen eventuell Verstärkung schicken zu den Waffen. Oh ja, so, und jetzt habt ihr aber Glück, weil wir sind vorbereitet. Da sind wir doch, oder? Wo ist Delta? Leute, ich sehe gar nichts mehr. Hier, Armee landen. Go. Stopp. Alpha. Hier, meine Lieben, ihr landet auch mal die Armee. So. Wie schaut's aus auf Delta? Armee. Oh, haben. Oh. Special Project complete. Oh, die haben aber böse Armeen da. Au. Oh, oh, oh. Was können die? Rang regulär schon klar, ja. Stärke 12, wir haben Stärke 16, immerhin haben wir größere Stärke, Schaden. Wir machen schon mehr Schaden. Die machen auch weniger Moralschaden, aber die machen Kollateralschaden. Okay, ob das reicht, wenn wir da zwei Flöttchen nur reinsetzen, weiß ich auch nicht. So, Spezialprojekt abgeschlossen. Wir haben die skelettierten Überreste auf Tabit 1 gefunden. Ja, Leute, jetzt Moment. Delta. Armeen. Können wir keine Armee jetzt hier uns rekrutieren? Können wir gar nicht, gell? Na, verflucht. Hätten wir die auf Delta gleich noch machen sollen. Dann machen wir die auf... Was liegt denn da noch da näher? Ja gut, Alpha ist ja direkt daneben. Also Alpha Prime. Rekrutieren. Wir rekrutieren nochmal, dass es knallt. So. Das macht mir jetzt Sorgen. Warum sind die so mächtig? Die Jungs. Komm, lass die geschwind landen. Construction complete. Die landen, okay. Construction complete. Wir kämpfen schon gut. Wir kämpfen, und jetzt ist er gleich tot. Komm, sei weg. Sehr gut. Und ihn auch schnell weg. Ja. Oh, wir haben. Oh. System Survey und weg. Complete. Oh, Leute, puh. Macht das aber Spaß. Und was heißt es immer, dass die Kämpfe so schlecht sind? Das heißt immer, die Invasionskämpfe, so, die sind so blöd. Sie sehen jetzt nicht mega mäßig richtig toll, aber blöd sind sie auf keinen Fall. Ich finde das ganz cool eigentlich. Man muss ja immerhin trotzdem ein paar Sachen beachten. Dass man die richtige Rasse nimmt und so weiter. Und wir haben jetzt halt die richtig starken Jungs hier unterwegs. Wir haben keinen General, brauchen wir auch nicht. Und Backlack, Alter 37, ja, der führt hier die Gaune an. Na dann, okay, sorry, jetzt Spezialprojekt abgeschlossen. Wir haben die skelettierten Überreste, die auf Tabit 1 gefunden wurden, eingehend studiert. Wissenschaftsoffizier Computer Syntractrix, The Boss, hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass die Kreatur als eine Art organisches Raumschiff fungiert hat. In dem großen Skelett wurden deutlich kleinere Knochen von mindestens 3 verschiedenen Spezies gefunden. Wir nehmen an, dass sie von Besatzungsmitgliedern stammen. Dieses organische Raumschiff hat aus unbekannten Gründen katastrophale Schäden erlitten und ist auf Tabit 1 abgestürzt. Wir haben zwar keine Hoffnung, die zum Aufziehen eines solchen Raumschiffs notwendige Biotechnologie zu verstehen, doch allein das Studium dieser Knochen, ja, jetzt kommt's, hat unser Wissen deutlich vorangebracht. Wie viel? Oh, na, es geht eigentlich. Und Syntractrix hat eine neue Eigenschaft bekommen. Syntractrix, mein Sohn, sprich mit mir, was hast du bekommen, wie geht's dir? Was hast du? Archäologe und Fachwissen Partikel. Okay. Archäologe. Er ist auch schon 22 Jahre alt. Guckt euch Syntractrix an. Ja, der lässt es knallen, du. Syntractrix, der geht richtig ab. So. Planetary Invasion Alert. Well, hostiles around incursion defeated. Wir haben gewonnen. Jawohl, die Invasion auf Delta Prime ist vorüber. Perfekt.
Perfekt, kann ich nur sagen. So. Jetzt haben wir da nicht eigentlich hier ein Schiff hingeschickt? Jetzt schicken wir ihn hin. Der macht es schon. So. Dann haben wir hier noch die Composite. Das ist ja die Composite. Oder? Die untersucht das Spezialprojekt. Sind da zwei Schiffe? Nö. Und Composite heißen alle Schiffe. Von daher, also. Sieg auf Delta Prime. Unsere Truppen haben es geschafft, die unterirdischen Aliens auf Delta Prime zurück in ihre Untergrundhöhlen zu treiben, wo sie vorerst unter Kontrolle sind. Das ist allerdings nur eine temporäre Lösung, da es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie die Oberfläche wieder durchbrechen. Wir müssen sie unter der Erde angreifen, wofür unsere Strategen einen neuen Angriffsplan entworfen haben. Er wurde dem Situationsprotokoll hinzugefügt. Wir müssen das Problem ein für alle Mal lösen. Ja. Yeah. Invasion vorbei. Ja, mega gut, oder? Voll gut. Situationsprotokoll? Wo ist es? Hier. Unterirdische Zivilisation vernichten. Dauert immer noch 109 Monate. Das ist zu lange, Leute. Da stationieren wir jetzt lieber mal ein paar Truppen auf Delta. Das ist okay, das machen wir dann lieber. Aber wir werden jetzt keine 109 Monate. Damit zubringen. So. Jetzt. Achtung, wie schaut es hier aus? 1,2K und Verteidigungsplattform wird gebaut. Okay, meine Lieben. Dann kann ich nur sagen, wird das jetzt ganz einfach sein. Wir gehen nochmal auf den Markt und kaufen nochmal. Hier, und wir kaufen und verkaufen. Das ist der Import-Export. Ups, und geben hier gleich nochmal eine Verteidigungsplattform in Auftrag. Gut. So überlege ich gerade, wir kolonisieren ja Lambda, ob wir nicht auch Mu kolonisieren sollten. Wobei, naja. Ne, und jetzt erstmal Chromen uns holen. Um Chromen geht es ja jetzt hier. Mit der Forschung, das ist wichtig, das holen wir uns. Und dann sollten wir gucken, dass wir hier oben auch die Sachen bekommen. Ah, haben wir doch zwei Schiffe hier am rüberfliegen, gell? Das lassen wir mal schön. Okay. Ja, perfekt. Und dann, oh oh. Unsere Alpha-Flotte ist auch schon angekommen. Leute, nächste Folge geht's los. Nächste Folge könnt ihr euch warm anziehen. Nächste Folge geht der Krieg los. Ha! Nächste Folge geht der Krieg los. Es gibt nichts Schlimmeres als Krieg. Aber es ist nochmal unsere Bestimmung, alle auszulöschen. Ja, ist halt so. Ich meine, das machen wir ja. Ja, wir machen. Ich glaube, wir machen es schon gerne. Wir möchten einfach alle vernichten. Aber prinzipiell macht man es ja nicht so gerne. Eigentlich Bergbaustation 500. Oh mein Gott. Machen wir erstmal die Forschungsstation. Ja, in Auftrag gegeben. Okay. Hier sind alle am Bauen. Ja, wir haben nur zwei Konstruktionsschiffe. Das ist ein bisschen popelig. Um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen schwach. Weiß nicht. Ein bisschen schwach. Also Leute. Das war's für diese Folge. Wir sind vorbereitet auf den Krieg. Wir haben die erste Invasion meines Lebens. Den ersten richtigen Bodenkampf haben wir bestanden und abgewehrt. Und das macht wie immer mega Spaß und ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Und wir haben vergessen, unsere Systeme zu benennen. Ja, das machen wir auch nächste Folge. Und ich habe schon was Cooles für die anderen Systeme. Wenn wir durch sind mit dem griechischen Alphabet, dann kommt was Neues. Und da gucken wir mal, das wird auch geil. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.